für einen Greifvogel, ne? Moin Freunde, ich bin unterwegs mit Felix. Wir wollen einen Overnight heute starten. Was funktioniert, wissen wir nicht, weil hier ist verdammt viel los. Wir haben einen Ort ausgesucht, der irgendwie ein Hotspot ist. Wir wissen noch nicht, ob das so ganz funktioniert. Hier sind zigtausend Leute, wir haben hier kaum Ruhe. Wir sind jetzt hier einmal sehr abseits gelaufen in so einen Busch rein, damit wir wenigstens unser Intro starten können. Ja, was ich jetzt hier habe, ist irgendwie so einen alten Schuppen zusammengefallen. Da vorne sieht das genauso aus. Das ist aber nicht das, was ich eigentlich filmen will. Ich will eigentlich hier die Bunker und das alles filmen. Ihr kennt diesen Ort hundertprozentig. Deswegen brauche ich eigentlich keinen großen Hehl draus machen. Dennoch sage ich nicht, wo es ist. Aber jeder wird es kennen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Wir schauen mal, ob das alles klappt. Oder schlafen wir vielleicht heute zu Hause oder im Auto. Ich habe meine Hängematte auch noch mit zur Not. Kann ich mich noch zwischen die Bäume legen. Abseits. Ah, hier haben wir ein Wachhaus. Hier stand ein Wächter mal drin. Ne? Alles zerkloppt hier. Das kann ja was Interessantes werden. Oh. Schauen wir mal, dass wir hier das Beste draus machen. Ist jetzt hier nicht die beste Sache, aber wir müssen das irgendwie retten. Tor ist offen, Halligalli. Und überall fahren ja noch Mopeds rum und so. Alles Stromding. Hört ihr das? Unnormal. Das geht gar nicht. Da kommen die nächsten Affen. Jetzt müssen wir das Tor mal zumachen jetzt. Unnormal, da fahren hier mit Motorrädern lang, ne? Wir wollen ja Ruhe filmen. Das geht so nicht. Und nun ist es ruhiger geworden und wir können weitergehen. Hinter mir sieht man ein paar Munitionsbunker. Hier haben wir noch ein paar kleinere Bunker. Und jetzt, wo Felix da jetzt noch Wasser sucht, suchen wir uns einen Schlafplatz, wo wir mit Felix schlafen können. So, nachdem Felix gerade eben noch zerfleischt wurde von dem süßen kleinen Bello, können wir jetzt auch weiterziehen. Sehr, sehr klein. Aber funktioniert. Theoretisch. Könnte schon mal eventuell was sein. Obwohl ich hätte eher Lust auf irgendwie so ein bisschen abgelegener. Nur der Rucksack wird langsam sehr schwer. Vollgepackt mit tollen Sachen. Meine Kamera ist noch fast leer. Ja, ich habe doch noch nichts, also Akku und so habe ich, klar. Aber ich habe noch nichts gefilmt, wirklich, weil geht hier nicht. Haben wir schon mal. Dann wissen wir definitiv, wo welches liegt. Ja. Ja, zwei Stück oder drei Stück habe ich gesehen. Theoretisch ist es ein potenzieller Schlafplatz, den man sogar schützen kann mit der Tür, oder? Ja. Die linke Seite geht zu. Ja. So, Paracord rum. Ja. Hier den Hebel fest. Haben wir dann eine Ruhe. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Noch keiner von uns muss davor werfen. Ich weiß nicht, auf was für Streiche kommen die, ne? Ja, eben. Man weiß ja nie. Legt vielleicht also jetzt in unserem Fall einer was davor. Und im Ernstfall wäre jetzt natürlich auch eine Überlegung, muss es einen zweiten Ausgang geben, wo man im Notfall raus kann, mitten in der Nacht. Und die Dinger haben nur einen Eingang. Hä? Was ist das? Das ist die Hexe. Kennst du die nicht? Die hier spukt. Von dir hat man gehört. Die hat so einen alten Stock. Wenn sie wandert, quietscht das immer so. Die kommt. Die holt aber nur nachts im Schlaf die Leute weg. Okay. Das merkst du gar nicht. Alter, das ist ja gut. Ist nur sehr blutig. Alter, das ist ja ein bisschen suspekt, wie die Bäume da am Quietschen sind, ne? Da kriegt man ja schon jetzt so ein bisschen mulmiges Gefühl. Ja, sobald es dunkel wird. Wenn es dunkel wird, ja. Wird es anders. Hier ist noch ein Bunker, baugleich. Der da vorne nimmt schon wieder ein bisschen. Wird irgendwie alles immer schwieriger. Es ist gleich dunkel. Wir haben noch keinen Schlafplatz. Die Bunker haben nur einen Ausgang. Wenn da irgendwas vor Tür liegt, kommen wir nicht mehr raus. Es bleibt spannend. Hindernisse. Sind die größer? Sieht so aus, ne? Auf den ersten Blick. Ja, die haben zwei Ausgänge, ne? Eingänge, zwei Eingänge, Ausgänge. Oh ja. Also sind natürlich trotzdem beide nach vorne gerichtet. Ne? Das heißt, wenn jemand irgendwas Böses will und davor wartet, ist egal, dann kannst du auswählen, links oder rechts. Aber kommst aufs gleiche Ergebnis. Ja, weniger. Trotzdem finde ich den Spot eigentlich ganz nice. Jetzt haben wir eventuell unseren Platz gefunden. Zwei Türen, zwei Wege. Einen kann man eigentlich zubauen. Ich glaube, ich kann den Rucksack irgendwie absetzen. Der ist so schwer. So, und jetzt, der Felix da sich was zusammensucht, um sich das Bett so ein bisschen zu polstern, suche ich hier mal ein bisschen was zusammen, um die Tür hier mal abzusichern von außen, dass man uns in Ruhe lässt. Dass man aber immer noch nur voraus kann. Und dann machen wir nachher bei einer anderen Tür einfach nur noch von innen Paraquat vor. Müsste gehen. Schön viele Äste und so. Das ist mal gut. Das nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit. Der könnte uns weiterhelfen. Jetzt wird gebaut. Sollte erstmal gehen. Und wie sieht es bei dir aus? Jawohl, der andere Ausgang ist gesichert. Hinein in einer guten Stube. Ganz super. Okay. Bevor ich meinen Schlafplatz aufbaue, werde ich Essen machen. Alter. Ich mach mir jetzt erstmal schön leckere Bihuhnsuppe. Und du dein Pulver? Hm? Und du isst dein Pulver oder was? Ich bin nur dabei, gut am Start, ja. Aufdrehen.
Klacken an. Ich weiß gar nicht, was du hast. Lass es dir schmecken. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ist noch nicht warm. Ist auch nur die Vorspeise. Ist kein Essen. Damit der Felix nicht so zuräuchert. Junge, der kann blasen. Ja, der pfeffert durch. Ja, war richtig. Ey, wir haben da im Auto noch 10 Liter Sprit. Boah, Alter. Dann ist es an. Abend euch. Ebenso. Die haben uns echt so mega spät wahrgenommen. Ich glaube, ich hatte sie mit meiner Suppe hier irritiert, dass ich weiter gelüffelt habe. Gott sei Dank haben wir uns keine Unterkunft da hinten ausgesucht. Wollten wir zuerst. Ja. Aber guck mal, wie die alle in jedem Bunker laufen. Mhm. Das ist kein Zufall, oder? Scheinbar haben die uns doch nicht erkannt. Wie krass ist das? Ja, so hergeleuchtet. Ja, aber das heißt ja nichts. Wenn die oder doch Geocaching. Wenn die dauerhaft herleuchten würden, dann. Ja. Wenn ich irgendwo was sehe, dann leuchte ich ja länger hin als einmal kurz. Für Geocacher sind die aber zu schnell unterwegs. Ja. Dann schreibt man ja nicht an. Scheiße, das habe ich nicht gefilmt. Ich aber. Echt? Ja. Was ist los mit denen? Sind die auf Drogen? So, ich schalte immer auf Rot. Geh damit in Tarnmodus. Unnormal, echt, was ist hier los, ey? Aber die scheinen uns echt nicht bemerkt zu haben. Das glaube ich aber kaum. Das ist die Frage, warum? Aber da sieht man mal, wie taktisch wir hier am Start sind. Echt, ne? Total der taktische Open, Alter. Da die alle so auf Power sind, geh jetzt auch mal auf Power. Pfeift mir erstmal hier einen Energy Drink rein von Runtime. Hätte ich noch nie getrunken. Pass auf. Ja. Der ist ja wach. Riecht nach Blaubeer. Berry, ja. Riecht ein bisschen nach Blaubeer. Das ist aber geil, das ist fruchtig. Boah, schon wieder Taschenlampen. Ehrlich? Ja. Und das nicht gerade wenig. Ich muss hier noch einen kleinen taktischen Marsch übers Gelände machen. So, jetzt wird es sehr taktisch. Und ich bin gespannt, sollen wir wirklich mal, also da hinten sind Leute, das sehen wir von hier. Sollen wir wirklich mal versuchen, an denen vorbeizukommen, ohne dass sie uns sehen? Ja, lass uns das mal versuchen. Das wird bestimmt sehr geil. Ja. Das rote Licht, das wird wohl auffallen. Ja, gucken wir mal. Ich mache den Diffuser gleich drauf. Ja, ich halte mal so ein bisschen in Hand, so ein bisschen getan. Ja. Okay. Ich drehe mal meins ein bisschen hin. Ui, ui, ui. Okay, auf Fußball gucken. Also Rotzack, der ist im Wald versteckt, den finden sie nicht. Ich hoffe nur, dass ich ihn noch wieder finde. Das hoffe ich auch. Du kennst das Gelände wahrscheinlich besser als ich. Durchs Gestrüpp durchkämpfen. Oh, die laufen viel zu offen. Links am Rand reingehen. Ey, was ist denn los hier? Das ist ja verrückt. So, jetzt wird's. Jetzt wird's wirklich schwer. Ja, jetzt spannend, ob wir da vorbeikommen. Ich würde sagen, wir schleichen uns über die Hügel fast durch. Drüber. Über die Hügel meinst du? Über die Hügel. Durchgestreckt. Wieder vorher im Hintergrund. Ja. Aber der Hintergrund ist noch viel heller von der Taschenlampe. Ah, ich habe ja auch nur bloße Daten, ne? Wir sind relativ nah dran da vorne. Ja. Oh, Zuschauerwerfer. Alcatraz. Da oben. Da. Und da. Der spielt. Wir sind auf 12 Uhr.
was die hier machen. Das sind gefühlt überall Leute verteilt im Wald. Ja. Da, hier kommen alle aus den Gebäuden raus. Der ist stehen geblieben. Weiter, weiter, weiter. Hier links rein im Busch. Im Busch rein. Das ist gut, das fällt auch auf, ne? Schon 20 Personen. Kann man schon fast sagen. Ja, 10, 20. Also die gehören bestimmt nicht alle zusammen, das will ich jetzt nicht sagen. Nee, das glaube ich auch nicht. Insgesamt bestimmt zwischen 15, 16, 17 Personen, ja. Also die größte Gruppe war ja schon da hinten bei uns vorbei. Ja. Ja, oh, noch mehr Licht. Da auf. Das kommt gleich nochmal, ne? Wir müssen auch wieder zurück. Taktisch zurück. Alter, dass die einfach vor uns gepinkelt haben. Ja, das war zu geil. Du musst mir so das Lachen verkneifen. Dann will ich so, was ist, wenn ich jetzt hochgehe und sage, guten Abend. Das Ding ist, die kommen da beide rein, quasseln, total privat. Ja. Dahin, und dann hörst du dieses typische Schlitzpinkler-Geräusch. Aber wer rechnet denn auch damit, dass da, also bitte. Rechnet keiner mit. Nein. Sie ist jetzt immer gleich angekommen an Auto. Erste Treppe. Gleich ja, geschafft. Ja. Ist auf jeden Fall auch noch da. Ja, oh, schon wieder Taschenlampe. Ja, ne? Ja. Am Auto angekommen, sind wir nochmal an der Seite gehüpft. Da kommen die nächsten. Was ist das? Das ist ein Suchtrupp. Jetzt ab. Was ist jetzt los? Geh lang, geh ab, geh lang. Aber das ist rechts, wo sitzt du? Runter. Was zum Teufel war das denn? Was ist hier los? Das stimmt hier nicht. Alter, voll das Monster angefahren gekommen. Ja. Wir liegen hier. Wir liegen hier im Bosch. Das ist kein Scherz, wenn wir uns hier einfach hingeschmissen. Das fühlt sich an wie so ein Spiel. Ne? Echt? Ey, ist das krass. Man hört ihn noch. Man hört ihn noch. Ich war hier schon mal auf dem Gelände. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist irre. Jetzt würde hier wirklich jemand nach uns suchen. Ja. Aber ich habe dein Bett gefunden, das ist so bequem. Krass. Junge, was für ein Freak ist das denn gewesen? Aber was für ein Suchscheinwerfer. Ja, der hatte Beleuchtung am Start. Krass. Vernünftiger. Jetzt ist ja alles ruhig. Okay, jetzt können wir den Turm einmal besichtigen. Oh, das war unser Ziel.
Arm hoch, Turm, Capsa Turm. Gebäudeübernahme. Überall Löcher. Ah, darunter. Deswegen liegen die Sachen da. Okay. Mhm. Technikraum. Ich bin mir nicht sicher, dass die Tür mal auf war. Ja? Hier hat irgendjemand zugespackst oder so. Echt? Hier kann man drin hoch? Ja. Was ist das für eine Leiter? Was ist denn hier hochgekrabbelt? Geht auf jeden Fall. Ach, hier kannst du rein. Wie so eine offene Tür. Alter, ist hier Muck. Was ist das hier, eine Küche? Das ist ja interessant. Da hinten laufen die anderen Lampen. Wir sind im Turm. Mission erfolgreich. Da ganz hinten, was mich ein bisschen beunruhigt, Richtung unser Lager. Da sind Taschenlampen am Start. Ja, laufen wir hinten Richtung Bunker. Da sitzen wir gerade so schön hier am Feuer. Nichts ahnen, da geht da hinten schon wieder Terror los. Knallte da eben ganz schön und rumgeschrei. Ich lasse die Kamera jetzt mal an. Mal gucken, ob man da gleich was drauf hört. Ja, zwei Taschenlampen kommen. Dann nehmen wir den dicken Otto da runter. Das erste. Alter, 10, 20 Leute, ne? Guck mal, deine Kamera, was machst du hier aus? Man hat hier keine Ruhe. Alle Nase lang passiert hier irgendetwas. Wir haben hier doch noch einen recht guten Platz ausgesucht. Lecker gespeist und jetzt haue ich mich hier auch mal hin. Ein schönes gemachtes Bett. Ja, wir haben heute so ein ganz besonders gutes Gefühl. Oh. Ich gehe jetzt mal mit Klamotten rein und dann nachher, wenn es kuschelig warm ist, ziehe sie aus. Oh. Felix friert da drüben schon langsam. Dann sage ich schon mal gute Nacht. Wenn ich mich gleich noch ausziehe, das fühle ich mich dann nicht mehr. Dann sehen wir uns morgen alle frische wieder. Es sei denn, hier ist heute auch wieder Terror, wie das schon zu offen war. Gute Nacht, Leute. Person. Ja. Wie viele? Zwei. Oh, das ist eine ganze Horde. Was machen wir jetzt? Ja, ja, die Klinge. Lass uns sprengen. Okay, wann? Ja, 3, 2, 1. Okay, go. Los.
Was ist da los? Erstmal 2 Meter Abstand, ne? Aber um die Uhrzeit hat ihr so viel Langeweile und rennt hier rum. Ja. Du hast Zufall euer Auto jetzt gesehen. Woher wusstet ihr das eigentlich? Ich hab dein Auto gesehen, Felix. Ah, scheiße. Aber Alter, und dann Zufall. Seid ihr jeden Bunker abgelaufen. Wir haben es gerochen. Wir sind aufgeboren in Naturbursche. Ja, wir haben das sofort gehört, dass irgendjemand redet. Echt? Ja. Habt ihr schon geschlafen? Da vorne ist ja so ein Wohnhaus. Nee, wir haben uns gerade hingelegt. Ach so. Im Wald oder schlaft ihr im Bunker? Wer war drin? Wo ihr in die Klinge gelaufen seid. Ja, ah. Nicht gelaufen, mit Absicht. Ja. Ich wollte euch vorsichtig wecken. Wir wollen ja nicht einfach so reinplatzen. Unnormal, echt. So was habe ich auch nicht erlebt. 8 Leute, ne? Mitten in der Nacht, wie spät haben wir es? Es ist 2:30. Halb drei. In der Nacht kommt hier eine ganze Gruppe, ne? Wir hier alles stehen und liegen gelassen, wichtigen Sachen am Mann raus. Und dann haben wir erstmal von draußen die Lage gescheckt. Und dann haben wir uns zu erkennen gegeben, lautstark. Die haben alle gezockt, Reihe und Glied. So, wir legen uns erneut hin. Gesundheit. Wir versuchen erneut zu schlafen, nachdem wir jetzt um 3 Uhr, nachdem wir so schön nochmal hochgerissen wurden von einer Gruppe Jugendlichen. Also gute Nacht, und wenn jetzt wir die Ruhe haben, dann sehen wir uns wirklich erst morgen früh wieder. Mein Schlafsack ist auch weg. Ich habe ihn heute Nacht wohl ein bisschen wach gehalten mit meinem Schnarchen. Bis ich mal wach werde, dann stehe ich auf. So, wollen wir mal suchen, wo er ist. So. Ganz schön früh. Ist noch dunkel. Guten Morgen. Also das war ein bisschen hardcore. Ich glaube, ich habe so geschnarcht, dass Felix nicht schlafen konnte. Jetzt habe ich aber doch noch tief und fest geschlafen. Und zwar so tief und fest, dass ich nicht mitbekommen habe, dass Felix raus ist. Ja, ich habe ihn noch kurz hier vor Regen gehört. Auf jeden Fall das Auto geholt. Da das Auto hingestellt. Hat sie jetzt im Auto hingelegt zum Schlafen. Es tut mir leid. Ich glaube, da habe ich jemand heute ganz schön um den Verstand gebracht. Krass. So. Felix hat gar nicht geschlafen. Der saß jetzt eben noch am Auto. Der zum Pech. Jetzt baue ich alles ab, räume ich auf. Und dann war es das auch schon wieder. Ja. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Oh, 3 Stunden Schlaf. Ich bin noch ein bisschen müde. Felix hat leider gar nicht geschlafen, weil ich hier alles weggesägt habe. Nochmal dickes, fettes. Sorry an dieser Stelle. Sachen sind gepackt. Das Video geht somit auch zu Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Abenteuer wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut.